Das, was dieser Tage auf der ganzen Welt passiert, hätte vor nur wenigen Wochen wohl kaum einer für möglich gehalten. In fast allen Ländern wurden Ausgangsbeschränkungen verhängt, an die 90% aller Unternehmen haben ihren Betrieb eingestellt oder eingeschränkt, täglich lassen tausende Menschen ihr Leben und das öffentliche Leben findet so gut wie gar nicht mehr statt. Die Situation, in der wir uns aktuell befinden, ist also mehr als nur eine Ausnahmesituation. Wir befinden uns in einem Geschehen von historischem Ausmaß. In diesem Video wollen wir euch daher 7 Momente zeigen, die einem bewusst machen, wie ernst und außergewöhnlich die aktuelle Lage ist. Denn nur wer das realisiert hat, kann sich angemessen verhalten und Verständnis aufbringen für die außergewöhnlichen Umstände, in denen wir uns befinden. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was eure Gedanken und Beobachtungen zu der aktuellen Ausnahmesituation sind. Wir sind gespannt. Auf der Nummer 7 kommen wir zu einem Video, das vor einigen Tagen in Deutschland viral gegangen ist und deutlich gemacht hat, wie groß die Bedrohung der aktuellen Krise vor allem auch für mittelständische Unternehmen ist. Die Rede ist von einem Handyvideo, in dem sich der Bäckereibesitzer Gerhard Bosselmann, der in Hannover und Umgebung zahlreiche Bäckereien besitzt, an die Öffentlichkeit und seine Mitarbeiter wendet. Dabei erklärt der Bäcker, dass er und seine Mitarbeiter große Angst um ihre Arbeitsplätze haben und dass sein Unternehmen vor dem Ruin steht, wenn die Umsätze weiter einbrechen sollten. Mitten in seinem Statement kommen ihm sogar die Tränen, als er beginnt, sich an medizinische Fachkräfte zu wenden und ihnen anzubieten, dass sie in seiner Bäckerei Backwaren gratis bekommen können. Der Mittelstand wird fallen gelassen. Es ist eine Katastrophe. Wir müssen uns selbst helfen und Sie als unsere Kunden können uns helfen und in schlechten Zeiten zu uns halten, wie wir das auch tun. Das virale Statement von Bosselmann verdeutlichte dabei die brenzliche Lage, in der sich viele Unternehmen aktuell befinden. Durch die Einschränkungen aufgrund von Covid-19 brechen ihnen nämlich die Umsätze weg. Gleichzeitig müssen Löhne, Mieten und andere Kosten aber weiterhin gestemmt werden. Dieses Dilemma führt wie im Beispiel von Bosselmann daher dazu, dass viele Firmen kurz vor der Insolvenz stehen. Inzwischen betrifft dies sogar schon große Ketten. So hat zum Beispiel die Restaurantkette Vapiano erst vor circa einer Woche den Bankrott erklärt. Wenn sich die Lage nicht schnell erholt, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass noch zahlreiche weitere Unternehmen die aktuellen Einschränkungen nicht überstehen werden. Die Nummer 6 belegt ein politischer Moment, der aufgrund des aktuellen Covid-19-Ausbruchs bizarrer denn je war. Die Rede ist von der Amtseinweihung des slowakischen Kabinetts, die vor gut einer Woche durch die slowakische Präsidentin Zuzana Kaputova vorgenommen wurde. Bei der traditionellen Zeremonie trugen alle Minister und die Präsidentin nämlich Gesichtsmasken und Einweghandschuhe und hielten außerdem weitere Verhaltensregeln wie das Social Distancing ein. Selbst für die Pressefotos nahmen die Minister und die Präsidentin dabei nicht ihre Mundschütze ab. Außerdem ging der Moment auch aufgrund der Tatsache viral, dass Zuzana Kaputova extra für den Termin eine handgefertigte Atemmaske in der Farbe ihres Kleides trug und damit unter Beweis stellte, dass sie selbst in Krisenzeiten modebewusst ist. Ein Moment, der nicht nur zeigt, dass die weltweite Situation echt außergewöhnlich ist, sondern auch demonstriert, dass niemand vor Covid-19 sicher ist. Als nächstes, auf der Nummer 5, kommen wir zu dem wahrscheinlich drastischsten Moment auf dieser Liste und damit zu einer Aufnahme aus Italien, die um die Welt ging. Wie inzwischen allgemein bekannt ist, hat sich Covid-19 in Italien am weitesten ausgebreitet und das südeuropäische Land am Mittelmeer somit zu der am schwersten betroffenen Region der Welt gemacht. Besonders betroffen ist dabei die Stadt Bergamo, die seit mehreren Wochen mehr als doppelt so viele Todesfälle wie üblich beklagt. Diese tragische Situation führte inzwischen sogar dazu, dass ganze Konvois von Militärfahrzeugen Särge durch Italien transportieren, da einzelne Friedhöfe überfüllt wurden. Aufgrund der Schutzmaßnahmen können außerdem keine Trauerfeiern stattfinden, weswegen viele Italiener ihre Angehörigen derzeit nicht angemessen beerdigen können. Italien wurde damit zu dem tragischen Beispiel für eine Region, in der die exponentielle Ausbreitung von Covid-19 zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führte. Mit diesem Beispiel wird daher mehr als deutlich, wie wichtig es für alle anderen Länder ist, die Schutzmaßnahmen vorzeitig und konsequent durchzusetzen, um solche Bilder in Zukunft zu vermeiden. Die Nummer 4 belegt einen Tag, der für den Otto-Normalverbraucher zwar nicht besonders relevant erscheint, aber dennoch zeigt, wie ernst die aktuelle Lage ist. Die Rede ist vom 9. März diesen Jahres.
ein Montag, an dem die amerikanische Börse den größten Verlust aller Zeiten verzeichnete. Der Aktienindex Dow Jones verlor dabei über 2000 Punkte an einem Tag. Auch wenn das für viele nur Finanzbegriffe sind, hat dies ganz reale Bedeutungen. Die Lage am Aktienmarkt zeigt, wie angespannt die Wirtschaft ist. So gibt es inzwischen kaum noch Personenflugverkehr, auch Hotelketten schließen zahlreiche Hotels, Ölfirmen haben außerdem eine viel geringere Nachfrage. Hinzu kommt, dass der Güterverkehr zwischen Asien und Europa bzw. Amerika stark eingeschränkt ist, weswegen viele Fabriken und Produktionsstandorte daher nicht mehr produzieren können. So schloss beispielsweise der VW-Konzern inzwischen schon einen Großteil seiner Werke. Das Ernste daran ist vor allem, dass davon auszugehen ist, dass die wirtschaftlichen Folgen des Covid-19-Ausbruches auch noch lange nach dem letzten Covid-19-Fall zu spüren sein werden. Dies liegt zum Beispiel daran, dass sich Dutzende Unternehmen verschulden müssen, um überhaupt weiterhin bestehen zu können. Als nächstes kommen wir zu der Ansprache von Angela Merkel, die diese nach einer Besprechung mit den Landesministern am 22.03. hielt. Das Bemerkenswerte daran war, dass Merkel in ihrer Rede die neuen Verhaltensregeln aussprach, die anlässlich der Covid-19-Krise aktuell in Deutschland gelten sollen. Wie sie selber in ihrer Rede sagte, musste dabei auf Regeln zurückgegriffen werden, die sich niemand wünscht, deren Einhaltung für das Überleben von allen aber von höchster Bedeutung ist. Sie sagte sogar, dass sie selbst nie hoffte, eine solche Botschaft überbringen zu müssen, da sie nicht den Idealen einer freiheitlichen Demokratie entspricht. Niemand von uns, die wir in der Demokratie politische Verantwortung tragen, hat sich gewünscht, je mit solchen Regelungen vor die Bürger treten zu müssen. Diese drastischen Maßnahmen, die unter anderen Bedingungen definitiv verfassungswidrig wären, zeigen, wie extrem die aktuelle Situation ist und vor allem zeigen sie auch, dass es unabdingbar ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen, Wochen und Monaten verantwortungsbewusst und solidarisch handeln und uns immer wieder bewusst machen, dass die Einschränkungen dem Wohle von uns allen dienen. Der vorletzte Moment, den wir in diesem Video hervorheben wollen, ereignete sich erst kürzlich, am Montag, den 23. März, und zwar um 20.15 Uhr auf RTL. Statt der Quizshow Wer wird Millionär wartete RTL nämlich spontan mit einem anderen Format auf. Das Format trug den Titel Quarantäne-WG und die Bewohner dieser fiktiven WG waren die Moderatoren Günther Jauch, Thomas Gottschalk sowie der Moderator und Comedian Oliver Pocher. Das Kuriose an der Sendung war, dass sie nicht in einem Fernsehstudio oder auf einem Studiogelände stattfand, sondern in den Wohnzimmern der Moderatoren. Die Sendung war im Prinzip nämlich nichts weiter als eine Skype-Konversation zwischen den TV-Persönlichkeiten und einigen Gästen, die natürlich die aktuelle Situation und vor allem auch Pochers Covid-19-Erkrankung zum Thema hatte. Auch wenn das Format von der Presse und den Kritikern eher negativ beurteilt wurde, zeigt die Tatsache, dass selbst ein so großer Privatsender wie RTL kaum andere Möglichkeiten hat, als eine Skype-Konversation zu senden, wie enorm weitreichend die Konsequenzen der aktuellen Krise sind. Zu guter Letzt kommen wir nun zu einem Moment, der zwar zeigt, wie ernst die Lage ist, aber auch noch ganz andere Dinge demonstriert. Die Rede ist vom Bau eines Krankenhauses in der Umgebung der Covid-Ausbruchsstadt Wuhan. Ende Januar begannen die chinesischen Behörden dort nämlich ein Großprojekt. Aufgrund der Notsituation ließen sie ein Krankenhaus mit über 1000 Betten bauen. Natürlich war dabei enormer Zeitdruck gegeben, da sich Covid-19 bereits rasant ausbreitete. Die Bauarbeiter, Architekten, Statiker und alle anderen Beteiligten schafften dabei jedoch etwas Unglaubliches. In nur 10 Tagen stemmten sie aus dem Nichts einen riesigen Gebäudekomplex aus dem Boden heraus. Hunderte Bagger ebneten die Flächen, blitzschnell wurde das Fundament gegossen und anschließend das Krankenhaus in Modulbauweise errichtet. Beteiligt waren auch Dutzende chinesische Firmen, die den Bau mit Materialien und so weiter unterstützten. Übrigens wurde diese Maßnahme sogar wiederholt und inzwischen weitere Krankenhäuser in China in Windeseile errichtet. Zum einen ist natürlich auch das irgendwo keine erfreuliche Nachricht. Schließlich verdeutlichen die Notkrankenhäuser, wie groß die Bedrohung und wie wichtig der Ausbau des Gesundheitssystems ist. Aber auf der anderen Seite lässt sich aus dieser beeindruckenden Errungenschaft der chinesischen Behörden auch eine Lehre ziehen. Und zwar die Erkenntnis, wie unfassbar viel wir Menschen imstande sind zu schaffen, wenn wir zusammenhalten. Denn die Covid-19-Krise zeigt uns, egal wie zerrüttet unsere Gesellschaft noch vor kurzem war und selbst wenn die Spaltung innerhalb der Gesellschaft in den letzten Jahren immer extremer wurde, irgendwo sitzen wir am Ende des Tages alle im gleichen Boot und haben die Möglichkeit, mit Solidarität, Zusammenhalt und Entschlossenheit auch diese Herausforderung zu überstehen.
Wichtig ist dabei nur, dass wir uns unseren eigenen Möglichkeiten, aber auch unserer Verantwortung bewusst sind. Und zwar alle. Und dass wir verstehen, dass wir alle gleichermaßen vom Wohlwollen von allen anderen profitieren. Diese Situation zeigt uns also, dass wir, auch wenn wir oft denken, wir seien absolut unabhängig voneinander, in einer Zivilisation leben, in der wir alle aufeinander zählen können müssen. Also lasst uns beweisen, dass wir bereit sind, zusammenzuhalten und jeder Einzelne, aber auch alle zusammen, Verantwortung übernehmen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, schreibt uns eure Gedanken zur aktuellen Situation in die Kommentare und liked natürlich auch dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert Wissenswert für mehr spannende Videos jede Woche und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.